Dr. Lipinski, Sie leiten seit 2009 das Zentrum für Taiwan-Studien in Wien. Können Sie uns dieses Zentrum kurz vorstellen? Welche Aufgaben hat das Zentrum? Wie viele Mitarbeiter gibt es dort und wie finanziert sich das Zentrum? Ja, das Zentrum hat einen Raum und die 4 Stunden Unterricht, die ich unbefristet gebe und die mir die Universität Wien bezahlt. Zusätzlich werden wir durch einen Vertrag mit dem Erziehungsministerium von Taiwan gefördert. Das heißt, wir können auch Veranstaltungen machen, die nicht direkt im Curriculum sind, wie zum Beispiel Konferenzen. Oder wir haben auch schon mal mit lokalen taiwanischen Vereinigungen eine musikalische Veranstaltung gemacht. Das war eigentlich sehr schön, weil bei allen dieser Veranstaltungen kommt auch die Botschafterin von Taiwan in Österreich, die sich nicht als Botschafterin bezeichnen darf. Weil zwischen Taiwan und Österreich keine diplomatische Beziehungen gibt. Ja, genau. Also Taiwan hat ja zu den meisten Ländern keine diplomatischen Beziehungen. Dennoch bemüht sich die jeweilige taiwanische Vertretung eben gerade zur Zivilgesellschaft oder auch zu den Universitäten Beziehungen aufzubauen. Und in Österreich ist es so, dass es nur eine einzige Sinologie gibt und das ist eben die Sinologie an der Universität Wien. Und gleichzeitig gibt es auch nur ein einziges Konfuzius-Institut der Volksrepublik China und das ist auch an der Universität Wien. Also hat sich in Reaktion auf die Existenz des Konfuzius-Instituts dann das Taiwan-Zentrum gegründet und ist gesagt worden, wir wollen ja auch sozusagen Greater China unterrichten. Das steht auch in der Studienordnung und inkludiert halt Taiwan, Hongkong und auch die ganze Diaspora, zum Beispiel in den amerikanischen Staaten. Und steht dieses Zentrum direkt unter Uni Wien? Wenn ja, in welcher Situation? Und wie viele Studenten hat das Zentrum? Also von der Einrichtung ist das Taiwan-Zentrum eine sehr traurige Angelegenheit, weil eigentlich sind wir untergeordnet der Sinologie. Und die Sinologie ist wiederum ein Teil von den Ostasien-Studien in Wien. Das ist ein bisschen anders als das Konfuzius-Institut, das direkt der Universität Wien unterstellt ist. Entsprechend haben wir eigentlich keine personelle Ausstattung oder sagen wir anders, die Universität Wien beschäftigt keine Leute, die am Taiwan-Zentrum arbeiten. Alle Leute, die da arbeiten, die müssen wir aus den Geldern, die wir irgendwie haben oder aus dem Vertrag haben, selbst extern bezahlen. Genauso bezahlt das Erziehungsministerium in Taiwan auch einen weiteren Kurs, der eben nicht kein Kurs ist, ein Kurs an der Uni Wien, aber ist kein Kurs, der offiziell der Uni Wien zugehört wird und wo die Uni Wien für bezahlt. Stattdessen wird der Kurs eben einmalig bezahlt von diesem Vertrag, den wir haben. Wie viele Taiwan-Zentren überhaupt gibt es in ganz Europa? In Deutschland gibt es vielleicht das Zentrum in Trier? Ja, also interessant ist, dass eigentlich Wien das älteste ist, was es gibt seit London. Also eigentlich die grundsätzliche Erfindung des Taiwan-Zentrums hat am SOAS stattgefunden in London. Danach kamen aber in Europa eigentlich keine Taiwan-Zentren bis vor 2 Jahren, zumindest in Deutschland halt die Bundesregierung einen sehr großen Topf aufgemacht hat, der sich richtig an Taiwan-Studien richtete. Und spontane Reaktion war eben, dass es zum Beispiel in Trier dann eben Taiwan-Studien gegeben hat. In Trier, in Tübingen, in Bochum. Das Wiener Zentrum ist so gesehen halt schon relativ älter.
und hat viele Jahre. Aber ich denke, was man gut sehen kann, ist, dass die Existenz von Taiwan an den Universitäten, egal ob in Österreich oder in Deutschland oder in Frankreich oder in Italien, sehr abhängig ist von der Finanzierung. Wir haben vorhin von dem Taiwan-Zentrum gesprochen und vom Konfuzius-Institut gesprochen. Was war der Unterschied zwischen den beiden Institutionen? Was macht die unterschiedlich? Das Konfuzius-Institut hat richtig einen Vertrag mit der Universität Wien. Und da steht auch drin, die Universität versorgt sie mit einem Gebäude. Das hat die Universität Wien inzwischen tatsächlich gemacht. Außerdem steht in dem Vertrag aber auch, dass das Konfuzius-Institut Lehrpersonen für die Sinologie zur Verfügung stellen wird. Und auch das findet so eigentlich in dieser Form statt. Dann wird noch gesagt, das Konfuzius-Zentrum hat immer eine chinesische Leitung und eine Leitung von der Universität Wien. Die Leitung von der Universität Wien ist inzwischen in Rente und man weiß überhaupt nicht, aber fühlt sich immer noch verantwortlich. Aber ob es da Nachfolge gibt, ist nicht so ganz klar. Das Taiwan-Zentrum hat keine taiwanische Leitung und hat auch eine Leitung aus der Universität Wien. Das ist auch spannend, weil die Leitung gebunden ist an eine Professur an der Sinologie. Das heißt, andere Fakultäten, andere Plätze involvieren können wir eigentlich nicht. Welche Vorlesungen oder Unterrichte gibt es? Also ich meine, inhaltlich macht das wirklich etwas anders. Da werden nur chinesische Sprache unterrichtet oder es gibt noch andere Kurse, zum Beispiel Kultur, Politik und was auch immer. Da ist eigentlich das Taiwan-Zentrum besser dran, würde ich mal sagen. Also das Konfuzius-Institut hat vorgesehen, es werden Sprachlehrer zur Verfügung gestellt. Aber die Sprachlehrer machen eben Sprachunterricht. Während das Taiwan-Zentrum halt immer gesagt hat, wir betrachten uns als Vertreter der Taiwan-Studien und das heißt, wir unterrichten Taiwan-Themen. Bisher ist das so, dass die Taiwan-Themen ich unterrichte und ich habe viel unterrichtet von historisch, von politischer Entwicklung, von Frauenstatus, Frauenstellung. Ich habe mir mal die Stellung von Kindern und Jugendlichen angeguckt und werde das auch in Zukunft wahrscheinlich wieder tun. Und vor allen Dingen wende ich mich jetzt der ins Deutsche übersetzten taiwanischen Literatur zu. Hat es gestimmt, dass Taiwan Study jetzt in Deutschland, in ganz Europa mehr beachtet werden, mehr besucht werden, gelernt werden? Hat es gestimmt? Und wenn ja, woran liegt das? Hat es mit der Erhöhung der Sichtbarkeit Taiwans in Europa zu tun oder das hat mit dem Anstieg Chinas zu tun? Der wichtigste Grund für den Aufstieg von allem, was mit Taiwan zu tun hat, ist sicher die zunehmenden Probleme in den Beziehungen zu China. Das heißt, es gibt inzwischen eine Überzeugung, die auch von der Europäischen Union so vertreten wird. China ist China, aber es gibt bei den chinesischsprachigen Plätzen gibt es halt noch andere. Da setzt sich vor allen Dingen England sehr stark für Hongkong ein, was ja in China wirklich inkorporiert wird. Andere Plätze, die machen eben Taiwan. Und auch die Europäische Union hat ja ein Taiwan-Papier veröffentlicht. Ja, und halt gesagt, wir wollen die Beziehungen intensivieren. Das ist auch schon passiert, und zwar gerade mit den osteuropäischen Staaten, die in Taiwan sehr präsent sind. Das heißt, da hat es wirtschaftliche Beziehungen gegeben, aber eben auch schon kulturelle. Ich habe gehört, dass Sie 2025 eine große Konferenz geplant haben. Wie lautete das Thema dieser Konferenz und wie weit ist Ihre Planung jetzt? Ja, die Planung ist noch nicht fertig, noch ganz am Anfang. Aber wir haben gesagt, unser Hauptthema ist, und das kann ein Thema sein für kommende Konferenzen, unser Hauptthema ist Taiwan as a Contact Zone.
Das ist ein ganz spannendes Thema, was auch zunehmend behandelt wird. Wir gucken uns Taiwan an und es liegt ja wirklich in der Mitte, aber nicht nur nahe zu China, sondern auch in der Mitte von südasiatischen, ostasiatischen Staaten und würde sich auch selber betrachten als Kontaktpunkt zu vielen verschiedenen anderen Ländern. In dieser Konferenz wollen wir uns jetzt speziell mit den Beziehungen zu Deutschland beschäftigen. Das heißt mit dem, was wir nennen es Germanic Connections ausmachen würde. Das heißt, alle Beziehungen, die Taiwan halt zu Deutschland hatte, historisch wie jetzt literarisch, Literatur, wie auch in der Übersetzung, in der Sinologie und vielleicht wirtschaftlich in der Medizin. Wir finden also in allen Fächern finden wir Vertreter. Mein spezielles Interessenfach ist Recht und darauf finden wir ja auch ganz viele Juristinnen und Juristen, die in Deutschland promoviert haben und immer noch sozusagen versuchen, in ihrer Lehre den Bezug zu Deutschland zu involvieren. Viel Erfolg bei der Konferenz. Dankeschön. Ja.